Von dem Online-Händler Geek Buying habe ich diesen Filamentdrucker der Firma Creality Typ Ender 3 S1 Pro erhalten. Der GPL-Lizenz von Marlin folgend veröffentlicht Creality den Quellcode der Firmware seiner Geräte, so auch die des Ender 3, was ganz im Sinne von How Open Is This Gadget ist. Die Ender-Serie wurde im Lauf der Jahre stetig verbessert und so kann auch die aktuelle Version 3 S1 Pro mit einigen Detailverbesserungen aufwarten. Geliefert wird das Gerät sauber verpackt und weitgehend vormontiert. Nur wenige Bauteile müssen verschraubt und anschließend die Kabel zusammengesteckt werden. Alles kein Hexenwerk und somit ist der 3D-Drucker recht schnell einsatzbereit. Hochaufgelöste Bilder des Packungsinhaltes und der Montageschritte gibt's wie immer auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die Komponenten. Der zum Extruder verlaufende Kabelstrang ist mit einem einzelnen Stecker leicht zu lösen. Somit kann der Extruder im Falle eines Problems relativ schnell ausgebaut werden. Die Konstruktion ist recht kompakt, alle Komponenten können aber dennoch gut demontiert werden. Zur leichten Demontage tragen auch die Steckverbindungen der internen Verkabelung bei. Der Schrittmotor schiebt das Filament über zwei Zahnräder aus Metall mit einer Untersetzung von 3,5:1 in Richtung Hotend. Dabei werden beide Ritzel, die das Filament transportieren, von dem Schrittmotor über Zahnräder angetrieben. Alle Kernkomponenten des Extruders sind aus Metall gefertigt, womit dieser mit Temperaturen von bis zu 300 Grad Celsius im Hotend arbeiten kann. Der Block mit dem Heizelement ist mit zwei Schrauben am Kühlkörper des Coldends befestigt, womit ein Verdrehen beim Lösen der Düse verhindert wird, eine weitere gute Detaillösung. Die 0,4mm Düse besitzt ein Standard M6er Gewinde. Die Elektronik im Innern des Sockels wirkt extrem aufgeräumt, die Kabel sind sehr sauber verlegt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 14,6 Ampere, was einer Leistung von 350 Watt entspricht. Die Schrittmotortreiber auf der Hauptplatine sind leider fest verlötet und können daher nicht ausgetauscht werden. Als Mikrocontroller kommt ein STM32 zum Einsatz. Die Lüfter von Mainboard und Netzteil arbeiten recht leise. Auf der Rückseite der Platine des Touchscreens befindet sich ein Kartenleser für MicroSD-Karten, der lediglich zum Updaten der Firmware benötigt wird. Praktisch ist die Schublade im Sockel, in der das Werkzeug und sonstige Kleinteile immer griffbereit aufbewahrt werden können. Ebenfalls ganz nett ist die einschaltbare Beleuchtung oben am Rahmen. Wird der Drucker eingeschaltet, so erscheint das Hauptmenü auf dem farbigen 4,3 Zoll Touchscreen, der gut auf Eingaben reagiert. Druckdaten können per USB-C-Schnittstelle oder mit Hilfe einer Standard-SD-Karte übertragen werden, die einfacher handzuhaben ist als Micro-SD-Karten. Die Achsen werden, wie bei Creality üblich, mit Hilfe kugelgelagerter Kunststoffrollen längs von Aluprofilen geführt. Über Exzentermuttern kann vorhandenes Spiel beseitigt werden. Die Riemenspannung kann sowohl an der X-
als auch an der Y-Achse bequem per Stellschrauben justiert werden. Der Antrieb der Z-Achse erfolgt über zwei Schrittmotoren, deren Spindeln am oberen Ende mit einem Zahnriemen gekoppelt sind, somit bleibt die X-Achse auch bei ausgeschalteten Motoren immer im rechten Winkel zur Druckplatte. Ist die Mechanik korrekt justiert, so laufen alle Achsen schön geschmeidig. Das maximale Druckvolumen beträgt 22 x 22 x 27 cm. Auf dem Druckbett befindet sich eine magnetisch haftende Metallplatte mit einer sehr robust wirkenden Beschichtung. Wird die Auto-Level-Funktion gestartet, so fährt der Drucker ein Raster aus 16 Punkten auf dem Druckbett an und misst an diesen die Höhe. Dieser Vorgang dauert etwa 2 Minuten. Anschließend muss noch der Offset zum Höhensensor justiert werden. Dabei wird ein Wert eingestellt, bei dem ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Die Höhe des Druckbetts kann außerdem über gut zugängliche Handräder jederzeit manuell justiert werden. Die Druckbettheizung ist mit einer Maximaltemperatur von 110 Grad Celsius angegeben. Grad Celsius sind nach 8 Minuten erreicht, wobei die Temperatur in meinem Videostudio zum Zeitpunkt der Messung 16 Grad Celsius betragen hat. Der erste Drucktest besteht in der Prüfung der automatischen Levelfunktion. Gedruckt werden 16 über das Druckbett verteilte Scheiben mit einem Durchmesser von je 50 mm. Die Schichthöhe beträgt 0,2 mm, die Druckgeschwindigkeit ist auf 15 mm pro Sekunde gesetzt. Das Material ist PLA. Alle Scheiben haften gut am Druckbett. Mehr zum Testverfahren und Bilder in hoher Auflösung vom Ergebnis gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Nächster Test ist das obligatorische Benji, auch hier findet ihr alle Angaben zu den verwendeten Druckeinstellungen und hochaufgelöste Fotos des Ergebnisses auf der Webseite. Hier der Druckvorgang in bewegten Bildern und mit Tonspur, sperrt Ohren und Augen auf und urteilt selbst.
Nach etwa 100 Minuten ist das 3D-Benji mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 mm pro Sekunde fertig. Beim nun folgenden Benji-Geschwindigkeitstest geht's nicht darum, gut aussehende Ergebnisse zu erzielen. Damit sollen lediglich die Schwachpunkte, die jeder 3D-Drucker hat, deutlich gemacht werden. Worauf es hierbei ankommt, ist ebenfalls auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachzulesen. In diesem Video gilt es wieder, Augen und Ohren aufzusperren. Das zweite Benji wird mit 60 mm pro Sekunde gedruckt. Und ist nach 55 Minuten in etwas mehr als der Hälfte der Zeit fertig. Das dritte Benji wird mit 90 mm pro Sekunde gedruckt. Und ist nach etwa 40 Minuten fertig. Benji Nummer 4 wird mit 120 mm pro Sekunde und noch höheren Beschleunigungswerten gedruckt, was definitiv außerhalb der vom Hersteller empfohlenen Werte liegt. Thank you.
prinzipiell aber auch noch geht und nach etwa 30 Minuten beendet ist. Um große Objekte schnell zu drucken, muss möglichst viel Kunststoff pro Zeiteinheit extrudiert werden, was hier getestet wird. Die Zylinder besitzen einen Durchmesser von 10 cm und werden mit einer Schichtstärke von 0,4 mm gedruckt. Die Geschwindigkeit wird von Zylinder zu Zylinder gesteigert. Bis zum offensichtlichen Überschreiten des Limits. Erneut gilt, die Webseite von HowOpenIsThisGadget liefert alle Zahlen und Hintergrundinfos zum Testverfahren sowie hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse. Dazu zählt auch der hier zu sehende letzte Druck einer der auf der mitgelieferten SD-Karte vorhandenen Dateien. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!